So, in der Zwischenzeit habe ich mich nicht um die Betten gekümmert. Aber so wichtig ist das ja auch noch nicht. Die haben ja noch alle ihre Betten hier oben in den Hauptschlafsälen. Aber ich würde ganz gerne hier unten das mal ein wenig ausbauen. Der Haken ist nur das Loch da. Das stört mich jetzt schon. Weil da kein Loch ist. Also das könnten wir ändern, dann würden wir noch einen Schlafraum verlieren. Und das wäre ein wenig skurril, zwei Schlafräume zu haben, die keine Schlafräume sind, sondern eigentlich Todesfallen. Obwohl, wenn ich so drüber nachdenke. Wenn wir hier jetzt noch so ein Loch runter machen, führt er in die Müllpresse. Oh, das ist ein übler Tod. Also wir könnten die Goblins nicht diesen langen Gang hier runterschmeißen, der ganz, 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 ganz tief geht und dann hier unten aufklatscht in die ganzen Fallen. Also entweder das oder er fällt hier runter bis ins Wasser und ertrinkt da. Was auch kein sehr schöner Tod ist. Oder wir bauen parallel dazu hier noch ein Loch und er fällt in die Müllpresse. Da wird er dann nicht nur getötet, sondern atomisiert. Das heißt, es bleibt nichts über. Keine Knochen, kein Blut, keine Körperteile, alles einfach weg. Als wenn er nie existiert hätte. Das ist auch nicht gerade schön. Aber ja, ich glaube, das buddel ich einfach mal runter, einfach nur, weil ich es kann. Und der Symmetrie wegen. So, also hier. Das Bett kommt raus. Also wir müssen erstmal warten, bis jemand abbaut. Aber das geht schnell anscheinend. Irgendein Farmer hat sich erbarmt. Und das Bett ist weg. Sehr schön. Dann muss nur die Pflanze da weg. Oder kann ich jetzt schon channeln? Unter der Pflanze. Ja, ich kann jetzt schon channeln. Da wird die Pflanze wohl einfach ausgebuddelt. Sehr schön. Das heißt, wir machen mal von hier. Das soll ja jetzt über mehrere Etagen gehen. Wir geben einen Channel-Befehl hier bis hierhin. Und auf jeder Etage einen Channel-Befehl. Sehr schön. Also ja, da wird gleich wieder ein Zwerg runterfallen, weil er unter sich den Boden wegbaut. Aber er fällt ja nur eine Etage. Da dürfte er kurz ein bisschen stutzen, vielleicht sich die Knöchel verstauchen, aber nichts Gefährliches passieren. Warten wir ganz kurz, wir warten hier unten und gucken. Und plupp. Ja, läuft sofort weiter. Ohne zu murren, ohne zu knurren. Das ist mal ein richtiger Zwerg. Wie heißt du? Du bist Forex. Du bist ein richtiger Zwerg. So. Tür war auch offen, das ist schon mal gut. Was es mit dem Stein da jetzt auf sich hat, muss ich gleich mal kurz gucken. Der wurde wohl zwischendurch ausgebuddelt. Ja, der müsste gleich verstaut werden. Und warum liegt hier Marble auf dem Boden und nicht im Stockpile? Da ist doch bestimmt noch eine Müllzone. Ja, Garbage Dump, aktiv. Okay, DB Reclaim. Der war aber gar nicht verboten, sonst würde er jetzt grün blinken. Oder rosa, weiß ich gar nicht mehr. So, das irritiert mich immer ein bisschen. Oh, na gut, das wird wohl irgendwann mal ab. Jetzt irgendwann mal abgeholt. Nein, der hat sich den Schert geschnappt. Na gut, wir haben, glaube ich, wichtigere Probleme als rauszufinden, warum die Steine da nicht wegkommen. The Memorial Slab, genau. Ich wollte mal gucken, ob wir vielleicht doch schon irgendwo den hergestellt haben. Das haben wir letzte Folge auch schon probiert. Da war es nur andersrum. Da haben wir geguckt, ob wir für den Geist einschleifen konnten. Jetzt probiere ich, ob wir es schon gemacht haben und ob wir ihn vielleicht setzen können. Da ist ein Unterschied. Aber nö, hier steht nirgendwo Geist dran. Damit wäre ich auch, was das angeht, erschöpft an Ideen. Ja, er erschreckt ab und an mal ein paar Leute. Ich guck mal ganz kurz, wo er steht. Ob er eine günstige Stelle hat oder nicht. Da. Er ist oben bei den Goblins. Ach, der war bestimmt in dem Käfig drin mal wieder. Ja, ich erinnere mich. Als der Unaussprechliche zum dritten Mal oder so gestorben ist vor ein paar Folgen. Ich glaube zum zweiten Mal. Egal, wie oft er gestorben ist. Also als er gestorben ist, in seinem tapferen Versuch, die Belagerung eigenhändig aufzuhalten, war da noch ein zweiter Zwerg. Wahrscheinlich der Handlanger von dem Unaussprechlichen. Und der ist K.O. geschlagen worden und dann in unsere Falle gestolpert. Weswegen er es eigentlich verdient hat, ein Geist zu werden. Aber ja, den haben wir dann vergessen, wieder rauszuholen. Also, ich hab's vergessen. Ihr habt wahrscheinlich schreiend vor dem Bildschirm gehockt. Aber ja, der wird das gewesen sein. Aber warum wir jetzt trotzdem kein Memorial Slab bauen können, weiß ich immer noch nicht. Vielleicht müssen wir erstmal ihn da rausholen. Ich baue mal den Käfig auf. BJ war das? Ja, Cage. Stell ihn da hin und suche jetzt nach dem Zwerg. Obwohl, er wird gar nicht mehr Zwerg stehen.
Da wird einfach nur stehen, Käfig aus dem und dem Material. Das heißt, ich muss erstmal rausfinden. Also erstmal gucke ich ganz zu Ende, nur um sicher zu gehen. Und wenn dem nicht so sein sollte, dann muss ich rausfinden, aus welchem Material der Käfig war, wo der tote Zwerg drin ist. Und dann alle Käfige mit dieser Materialart aufstellen. Was anstrengend werden könnte. Und irgendwie fällt mir auf, in den letzten Tagen verwechsel ich sehr häufig Goblins mit Zwergen. Also wenn ich Zwerge sagen will, sage ich Goblins. Da habe ich gar kein Goblin Camp gespielt. Goblin Camp ist ja auch so ein Dwarf-like Spiel, ähnlich wie Towns und Gnomoria. Nur halt mit Goblins. Aber ja, habe ich eigentlich nicht gespielt. Komisch. Na gut. Also wir haben kein Zwerg oder Zwergengeist in einem Käfig gesehen. Aber er ist in einem Bleikäfig. Davon dürfte es nicht allzu viele geben. Also nochmal, BJ. Und wir positionieren jetzt einfach alle Bleikäfige. Dafür drücke ich auch jetzt nicht X. Mit X haben wir die genaue Ansicht, sondern ich mache einfach hier Lead Cage. Drücke wieder J. Lead Cage, das Ganze müssen wir noch 6-mal wiederholen und dann wird da irgendwo hoffentlich der Geist bei sein. Jetzt verändert sich die Reihenfolge wegen der Distanz. Ich hasse es. Das würde ich echt gerne ausschalten. Also falls irgendeiner von euch weiß, wie man das ausschalten kann, dass diese Listen hier nach der Distanz sortiert werden, dann wäre es sehr, sehr lieb, wenn ihr mir das sagen könntet. Ich will es einfach nur nach Namen sortiert haben, damit ich immer weiß, Led ist ungefähr in der Mitte, Alder ist ganz am Anfang und so weiter und so weiter. Das ist mir ja schon beim Marmor ganz schön auf die Säcke gegangen. Led da unten. Das waren jetzt alle. Gut. Die werden jetzt erstmal aufgestellt. Und dann wird es entweder entdeckt, dass der Geist da drin ist. Oder die Leiche. Und wenn nicht, dann müssen wir einen Dump-Befehl machen über alle Led Cages. In der Hoffnung, dass dann der ganze Inhalt rausgeschmissen wird und auf den Müllhaufen geschmissen. Was den Geist nicht unbedingt erfreuen dürfte. Aber ja, so dürfen wir wenigstens rausfinden, dass der Geist da drin ist. So, es blinkt schon mal kein Zwerg mehr. Vorher war da ja so ein Zwergensymbol in dunkelgrau. Hm. Das ist jetzt komisch. Ich lasse ein bisschen weiterlaufen. Vielleicht taucht er dann gleich wieder auf. Gab es irgendwelche Meldungen? Keine wirklich relevanten. Unsere Braumeister können keinen Alkohol brauen, weil sie keine Fässer haben. Wenn sie keine Fässer haben, heißt es, wir haben entweder sehr, sehr viel Essen oder sehr, sehr viel Trinken. Was beides gute Nachrichten sind, also lasse ich das erstmal. Nö. Also keine Nachricht, dass irgendwie jemand anders gefunden wurde, außer halt McDavid, aber das ist schon eine Weile her. Der Geist ist aber noch da, oder? U, andere, Geist, C. Oh, der Geist ist jetzt mitten in der... im Speisesaal. Dann gucke ich doch mal ganz kurz auf die anwesenden Zwerge, ob die da irgendwie drauf reagieren. Also Z-Zustand, Enter Swords und war ästhetisch in letzter Zeit, hat mit einem Kind geredet. Ist das jetzt ein positiver oder ein negativer Gedanke? Hat ein legendäres Mahl gegessen, hat in einem legendären Dining Room gegessen, hat eine schöne Tour begutachtet, hat in einem sehr guten Schlafzimmer geschlafen und hat einen sehr tollen Floor Hedge angeguckt. Also, den einzigen, den wir haben. Nee, gar nicht. Wir haben nur die Zwischenetagen auch noch gesichert. Ja, die können sie auch noch anstarren. Aber auf jeden Fall sehe ich da keine Nachricht, dass er negative Gedanken bekommen hat wegen einem Geist. Es kann aber auch nur sein, dass nur die Angehörigen den Geist sehen können und von denen heimgesucht werden. Das heißt, ich müsste jetzt herausfinden, wer dieser Geist wirklich ist und wer mit ihm verwandt ist. Kann ich das? Ja, Kullet Eschtanefek. Ich kann jetzt auf Z gehen. Ah, aber keine näheren Informationen angucken. Schade. Ein ruheloser Geist mit einer... Ah, nee, das hier sind immer die Trennblöcke. Also, es ist ein ruheloser Geist. Er ist allgemein... betrübt oder anderweitig negativ fühlend über alte Bekanntschaften und Verwandte.
Nee, das macht nicht Sinn. Das hört sich an wie eine Google-Translation. Er hat eine allgemein schwere Vergangenheit mit Freunden und Verwandten? Sowas eher in der Richtung? Okay. Dieser Geist wurde nicht memorialisiert auf einem Memorial Slab oder beerdigt. Ja, das wissen wir. Wir würden nur gerne wissen, wie. Und wir würden gerne wissen, zu wem er gehört. Und ich weiß auch nicht, ob verwandte Zwerge immer automatisch den gleichen Nachnamen haben. Sonst könnten wir einfach nach irgendeinem Eshtanefek suchen. Ja, Eshtanefek. Einheitenliste. Wir haben alle umbenannt. Hier wird kein Eshtanefek mehr bei sein. Ich glaube, es sind alles die Vornamen. Guck mal ganz kurz durch. Ein paar, die ähnlich klingen, aber kein Eshtanefek. Kullet. Aber ein anderer. Kullet ist außerdem der Vorname. Nee. Nö, da weiß ich jetzt echt nicht. Das heißt, wir lassen ihn erstmal so, wie er ist. Gucken in ein, zwei Folgen nochmal, ob dieses Hin- und Herschieben von den Käfigen irgendwas gebracht hat. Und wo ich gerade mal hier oben bin, machen wir mal alle Goblins Nakidai. Also DBD. So, einmal über die Käfige rüber. Und jetzt müssen wir nur alle Käfige manuell wieder entdampfen. Ja, das ist nicht so praktisch, zumal die meisten davon ja auch leer sind, eigentlich ruhig gedampft werden könnten. Oder ich lasse sie einfach alle einsammeln, gedampft werden. Und dann suche ich mir aus der Liste von den Gegenständen, die alle da auf dem Haufen liegen, die Käfige raus und entdampft die dann wieder. Aber nee, dabei gehen die Goblins bestimmt irgendwie verloren. Und die sind ja immer noch bewaffnet. Das wäre nicht so toll, wenn die mitten in der Festung auftauchen würden. So mal eben 20, 30 Stück oder was das hier sind. Nee, nee, dann drücke ich lieber einfach weiter hier meine Ds. Dann ist gut. Sind ja auch jetzt schon fertig. Hoffentlich. Nicht, dass irgendwo zwei Käfige aufeinander stehen. DB. Nee, nicht so. K. Da war noch einer. Bin ich jetzt irgendwo... Achso, ein Mausefallen, okay. Da war ich nicht sehr gründlich. Also wenn jetzt irgendwo noch einer dazwischen ist... Palm Cage, den habe ich übersehen. Okay, die sind nicht wichtig, die sind leer, aber trotzdem. Kein rosa D. Kein rosa D. Da ist die doofe Ratte drin. Kein rosa D. Kein rosa D. Oh. Ja, die Animal Trap nicht. Und die ganzen Rüstungsteile können ruhig gedumpt werden. Ne, gut. Und hier oben die Bleikäfige auch nochmal alle dumpen. Und dann... K. Warum habt ihr keinen Dump-Befehl bekommen? D, B, D. Dump. Die alle. Achso, weil sie aufgestellt wurden. Ah, okay. Hätte ich also vorher machen müssen. Okay, Experiment Stufe 1. Wir haben sie jetzt bewegt. Vielleicht kommen wir dadurch an die Möglichkeit ran, den Memorial Slab zu beschreiben. Wenn das nicht klappt, reißen wir einfach alle nochmal ab, also mit Q und X. Dann kommen sie wieder hier hin und wenn sie dann hier sind, dann machen wir den Dump-Befehl über sie rüber, um alle möglichen Sachen, die da drin sind, rauszuholen und auf die Müllhalle zu schmeißen. Und das entdumpen wir dann wieder und hoffentlich bringt das dann irgendwie eine Möglichkeit, an den Geist ranzukommen. Das ist echt komisch. So, jetzt lassen wir dieses Spiel mal weiterlaufen, damit jetzt die ganzen 41 arbeitslosen Zwerge hier die Goblins nackig machen können. Oh, McDavid wurde dehydriert aufgefunden. Giftgrün wurde dehydriert aufgefunden. Dehydriert? Ich dachte, die wären bei den Goblins gestorben. Dehydriert. Die sind verdurstet. Ja, komisch, Z. Oh, was zur Hölle ist hier los? Ein Fehler nach dem anderen. Also, wenn die hier gestorben sind,
und verdurstet sind, dann war bestimmt irgendwann mal die Tür zu und die waren hier drin. Nicht gut. Das da ist aber auch nicht gut. Das heißt, wir haben jetzt gleich wieder tierisch viele angepisste Zwerge, weil sie durchs Miasma gelaufen sind. Ich guck mal in die schlimmsten Stellen, ob da irgendwo... Ja, hier ist der Butchershop. Tee. Jede Menge vergammeltes Zeug. Mist. Wir brauchen mehr Butcher. Und mehr Butchershops. Eindeutig. Ich baue jetzt einfach mal direkt daneben noch ein. BW. Also ja, eigentlich sollte der auf eine extra Etage. Damit wir jetzt kurzfristig erst noch was haben. Da kommt einer hin aus... Komm, wo sind meine Granitblöcke? Da. So, und gleich daneben kommt wieder ein Antennashop. Auch wieder aus Granitblöcken, bitteschön. So. Und jetzt werden hoffentlich beide gleichzeitig benutzt und deswegen der nicht so überladen, dass Miasma entstehen kann. Und das ist echt komisch. Also der Schlachter sollte doch merken, wenn um ihn herum überall in der Reihen schlecht werden. Und dann vielleicht die erstmal wegbringen, bevor er weiter schlachtet. Aber das sind halt Zwerge. Zu fokussiert auf eine Sache. Tiefer buddeln und so. Na gut, das soll für diese Folge auch erstmal reichen. Und nach der Pause sehen wir uns wieder. Also bis gleich.